Start. Ich habe ja alle andere Decks rausgelöscht aus meiner Liste, damit ich wieder übersichtlich habe. Das heißt. Aber ich sehe es gleich. Ich glaube, das war das Deck, was ich zusammengestellt habe. Soll ich gleich nochmal ein anderes Deck nehmen oder soll man es erstmal mit dem probieren? Aber das ist auch, glaube ich, recht stark. Das basiert eigentlich auf einem ähnlichen Prinzip wie meine anderen Decks. Ich glaube, mir mache gleich ein anderes. Verlieren wirst du eh. Nicht eh verlieren, du hast schon auch gewonnen. Das war deutlich. Nein. Okay. Dann zeig mal her. Irgendwie erinnere ich mich nicht daran, dass ich diese Karte in das Deck reingemacht habe, wenn das das war, was ich gedacht habe. Aber ich habe dann, glaube ich, echt alle Decks, die ich nicht kenne, rausgenommen aus der Liste. Das heißt, ich müsste gleich dann Yu-Gi-Oh! Erst neu starten. Was kein Problem ist, aber muss ich halt noch schnell machen. Und wieder ein paar reinmachen. Nein, den kann ich garantiert nicht zerstören. Benutzen. So. Ich vertraue auf mein Kartenglück. Ja, doch, das sehe ich mal als mein Kartenglück an, dass ich die zerstört habe. Außer du hast Nummer eine. Huch. New Doria. Ah, okay. Na gut. Es fängt immerhin mit einem Putt an. Das ist schon mal nicht schlecht. Mal gespannt, wo das hinführt. Das wird mir auf jeden Fall. Nee, also, okay. Ich weiß ja, was im Friedhof ist noch. Was? Gilgarth. Ja, ich möchte nicht, dass du irgendwie mal hier das ausnutzen kannst. Dass ich gerade keine Monster habe zum Spielen. Wäre nämlich schlecht, wenn du dadurch ein Tribut oder sowas beschweren könntest. Ah, das kann ich noch setzen. Sonst kann ich gerade nichts machen. Das ist selten. Das ist definitiv eins meiner schlechteren Decks, wenn ich Züge habe, wo ich keine Monster spielen kann. Okay. Dir fehlt was. Wieso habe ich mir schon gedacht, dass dir was fehlt? Sonst würde es einfach machen. Aber keine Sorge, du musst nicht mal sagen, dass ich irgendwie hier ein paar Runden warte soll. Ich kann nichts anderes machen. Bum, bum, bum. Ja, kann nichts machen. I don't like this. Nee. Oh. Ancient Gearbox. Okay. Ja. Nö.
I'm... Ja, du kannst ja Verteidigungsmonster nicht aufdecken, ohne dass sie Angriff sind. Geht ja nicht. Aufdecke an sich bedeutet in Angriff lege. Nein, ich fress den Damage noch. Muss tun. Tja. Tja, tja, tja. Hasse, dass ich das jetzt tun muss. Ist nicht die Karte, die ich einfach so opfern möchte. Außerdem tust du mir so langsam weh. Nur mal so am Rand angemerkt. Okay. Ich dachte mir. Okay, gut, dann endlich mal. Thank you. Wurde auch Zeit. Ja? Ich würde das gern verhindern. Nice. Super. Und da ich es nicht unbedingt brauche, werde ich auf jeden Fall noch deine Karte zerstören, nur für den Fall. Ich finde es irgendwie witzig, dass du trotzdem noch eine Chance bekommst, die einzusetzen. Was hat es denn gebracht, dass ich sie zerstören konnte? Verdammt. Na gut. Ich kann trotzdem angreifen. So. Auch wenn es nur mit 200 ist, aber immerhin. Ich kann wieder was tun. Juhu. Vielleicht ist es doch noch nicht ganz vorbei. Au, au. Aber ich muss auf jeden Fall die Karte loswerden, sonst habe ich keine Chance mehr. Das. Oh, no. Okay. Okay. Ganz ruhig, Gera. Muss nicht gleich hier der geflügelte Drache des Ra's beschwören. Das war jetzt etwas over the top. I don't like this. Schön, wie das Scroller halt von der Karte-Effekt immer noch nicht funktioniert. Nee. Doof? Was ist doof? Kommt kein Angriff. Normalerweise schon. Eigentlich. Also letztes Mal, als du ihn gespielt hast, hat er ja Angriff bekommen. Oh. Das ist mein Entermate. Ja, deine Life Points eben. Nein. Braucht eine stärkere Karte als das. Das ist nicht die Karte, die ich haben wollte. Okay. Gut, du hast, glaube ich, gewonnen. Ja, stimmt. So bringt Ra wenig mit null Angriff, aber ich kann ihn nicht zerstören. Dafür braucht man Monster, die ich leider nicht habe. Sogar mit dem Deck. Ich kann immerhin noch mein Leben ein bisschen verlängern. Ach so, nein.
Okay. Los, Mantragora, du bist viel stärker als Ra und so irgendwie. So. Nein? Oder? Doch. Eigentlich eine ganz gute Idee. Nee, auch noch aktivieren. Thank you. Und Chaos beherrschender Magier. Yes. Weg mit dem Radar. Thank you. Hat er einen Effekt, dass er irgendwas mit Friedhof zu tun hat? Ich kann gerade Kartentext nicht durchlesen, aber zumindest kann ich jetzt erstmal dich zerstören. Will ich das? Nee. Achso, das ist schon eine Gearbox, okay. Das war knapp. Knapp. Aber immerhin hab ich jetzt den da draußen. Mein Chaos Command Magician. Ja, ich bin gespannt. Ah, du hast auf jeden Fall noch eine Chance eigentlich. Ich kann ihm noch ein bisschen Hilfe geben, aber... Okay, immerhin. Aber mein Chiron kann nichts machen. Bin gespannt. Das direkte Monster gebraucht. Sag ich nicht da. Aber weißt du was? Ich schau mal kurz, was du da hast. Spell of Pain. Okay, cool. Damit wäre der auch tot. Und der auch. Und mein Chiron kann wieder nichts machen. Ich hätte meinen D-Spell in garantiert auch Falle-Karte, Zerstör-Karte umwandeln können mit Chiron. Ups. Das hätte können ein Fehler sein, wenn du da eine Falle-Karte gehabt hättest. Tja, ich glaube, du brauchst diese eine Karte da, bei der du Lebenspunkte zahlen kannst, um nochmal zu beschwören. Was? Ja. Geht nicht. Mein Chaos beherrschender Magier ist stärker als das. Okay. Naja, ich. Doch, so rum geht's. Dann gewinne ich. Aber es war trotzdem ein spannendes Duell. Also, das war diesmal sehr ausgeglichen. War ja kurz vorm Verlieren eigentlich. Jupp, ich beend's. Bam! Willst nochmal eins machen oder? Erstmal drüber diskutieren. Jo, okay. Kann ich mal machen, ja. Klar. Jo, also meine drei
Wobei ich wirklich nicht weiß, wieso ich das Deck hier Elemental Mage oder Elemental Magier genannt habe, weil es hatte jetzt keine Elementarmagier drin. Das war eigentlich so ziemlich 1 zu 1 mein Powerful Magician Deck. Obwohl, keine Ahnung, wieso das so war.